Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Unboxing und zwar das neue Apple TV. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, da haben wir also das Apple TV mal in einer schwarzen Box. Wir sind ja sonst von Apple immer weiß gewohnt. Ganz vorne ganz schlicht nur, ich denke mal so die Abmaße. Apple TV. An den Seiten haben wir nichts und Rückseite bloß ganz klein. Das ist hier, wie wir sehen, die 32 GB Version. Und sonst steht halt bloß kompatibel mit HD, Fernsehgerät, bla 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 und so weiter. Aber packen wir das Ding mal aus. So, Folie weg. Tada, da ist es auch schon. Mal hier. Oh. Da haben wir das Apple TV. Nehmen wir erstmal alles raus. Hier die Fernbedienung. Ups. Dann haben wir hier natürlich noch wieder den üblichen Kram, Apple Sticker, Garantie, erste Schritte und so weiter. Beiseite haben wir ein Lightning-Kabel. Dann haben wir hier noch was. Sonst Box ist leer. Hier haben wir halt dann noch natürlich das Stromkabel, das auch in schwarz. Wie gesagt, Lightning-Kabel in weiß, da gab es wohl keine schwarzen. Wäre natürlich besser, wenn das auch nur in schwarz gewesen wäre, aber naja. So, packen wir das mal beiseite. So, nehmen wir uns erstmal die Fernbedienung zur Hand. Oh, Rückseite ist... Oh, sorry, da fällt sie schon aus der Hand. Wie umhält man sie? So. Ja, da haben wir die Fernbedienung. So sieht sie von hinten aus. Hier mit dem Apple-Logo. Hier unten halt der Lightning-Anschluss. Oben Infrarot. Oben fühlt sich eigentlich sehr gut an. Der Druckpunkt, Knöpfe allgemein sehr gut. Hier natürlich sehr fingerabdruckanfällig. So, dann kommen wir mal zum Apple TV. So, haben wir unten noch der weg. So, sieht wirklich optisch. Oh, hier haben wir auch noch was. Auch noch abziehen. So, jetzt aber alles ab. Wie gesagt, sieht optisch sehr wie das alte aus. Wir haben hinten hier die Anschlüsse, Stromanschluss natürlich. Hier ist USB. Sieht aus wie USB-C. HDMI und natürlich Netzwerkkabel. Ich habe jetzt mal nochmal hier das alte Apple TV. Nochmal daneben stellen können. Also so, die Größe ist wirklich komplett identisch, was jetzt das angeht. Ist halt nur etwas dicker. Nicht doppelt so dick, aber ein wenig. Wenn man das so gut sehen kann, hier. Und auch von unten komplett gleich. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Ist eigentlich auch alles gleich. Bis auf, wie gesagt, der USB-Anschluss. Hier haben wir Micro-USB-Anschluss. HDMI ist gleich, Stromanschluss ist gleich, Netzwerkanschluss, außer dass wir hier noch einen optischen Audioausgang hatten, der jetzt auch wegfällt. Aber ansonsten komplett identisch. Hab auch nochmal die alte Fernbedienung hier. Ja, jetzt mal angucken. Die Größe, die Länge identisch.
minimal größer. Beide mal die Rückseite nochmal. Mir geht auffällt, hier war gar kein Apple-Logo drauf. Auf der alten Fernbedienung. Bloß mal so jetzt. Das alte beiseite. So, das sind halt wie gesagt Apple TV. Unboxing hier, Verpackung, Stromanschlusskabel, Lightning-Kabel zum Aufladen der Fernbedienung. Das und natürlich wieder Apple-Sticker und so weiter. So, das war das Apple TV. Ich werde jetzt mal anschließen und im Anschluss dann nochmal ein Video machen, wie was so neu, was ist anders, was ist besser. Das kommt demnächst und darum würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.